Hoffentlich habe ich bei denen jetzt mehr Luck. Aber es ist immer so. Auf seinen Smurf-Accounts hat man immer mehr Luck als auf seinem Main-Account. Es ist ein... Ja, hallo? Ich habe euch gesagt, ich mache mehr Videos. Ja, ich weiß, es kam ein neuer Operator, schön und gut. Asami, Wasabi. Aber Goyo wurde gereworked. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Goyo macht mir unfassbar Spaß. Ich habe es gewusst. Sobald dieser Operator gereworked wird, habe ich mehr Bock auf ihn. Aber bevor ich weiterrede, habe ich eine Frage an euch. Und zwar kann man ja jetzt jedes Visier auf jede Waffe packen. Also welches dieser Visiere, was ihr hier seht, ist euer Lieblingsvisier? Bei mir ist es das Red Dot B. Ich liebe dieses Visier. Ich bin absolut verliebt darin. Egal, ihr wisst, was ich meine. Ubisoft hat heute die neue Map angekündigt. Emerald Plain. Werde ich auch ballern, habe ich Bock drauf. Die Map kommt aber erst zur Mid-Season, also in circa einem Monat. Mit der Mid-Season kommen natürlich auch neue Patches, bedeutet Operator Buffs, Operator Nerfs. Wenn ich mir die Statistiken angucke, sind meine Predictions, was Nerfs betrifft, Finca und Iana. In der Defense hoffe ich auf einen Warden Buff und auf einen Echo Buff. Echo hat irgendwie ein bisschen an Liebe verloren, ein bisschen viel an Liebe verloren. What? Es gibt einen speziellen Grund, warum ich Goyo jetzt besser finde. Wenn ich jetzt Hooker spiele, wäre ich begrenzt, wo ich meine Schilde hätte aufstellen können. Mit Goyo kann ich jetzt Folgendes machen. Es spielt so gut wie immer jemand Hooker Door. Ich habe den Kanister im Blick. Bedeutet, wenn jetzt einer reinpusht, ist der Default Plant erstmal für 20 Sekunden verhindert. Und hier ist es schwer, dass jemand pusht. Wenn ein Attacker durch Sunrise kommt, was meistens der Fall ist, könnte er diesen Kanister sofort sehen. Aber jetzt muss der Attacker sich entscheiden. Schieße ich den Kanister kaputt oder versuche ich hier zu spielen und jemanden zu killen? Wenn derjenige, der hier spielt, das mitbekommt, muss er eigentlich nur pre-firen. Und selbst wenn er den Gunfight verlieren sollte, beziehungsweise nicht treffen sollte, trifft er immer in den Kanister. Und derjenige, der hier spielt, muss hochlaufen, sich exposen oder zurücklaufen. Geiler Operator. Junge, was ist das bitte für ein geiler Skin? Eigentlich mag ich keine Pro League Skins, weil diese Namen, die immer draufstehen, ich finde, die werten den Skin immer ein bisschen ab. Aber bei dem Skin hier ist das so klein, ich glaube, ich pay da rein. Natürlich zuerst attacken, aber dann machen wir... Mario. Red Dot B. Ich habe eine Idee. Wir machen jetzt was Dummes. Ah, hier wird schon keiner sein. Oh, hallo. Oh, shit. Oh, das war cool. In Ranked hätte ich jetzt wieder 28 Köpfe auf mir gehabt, die mich pre-feiern. Okidoki. Attacke! Ich will das nicht nochmal machen, weil ich glaube, dass sie jetzt Bescheid wissen. Deswegen nehme ich jetzt einen anderen Hedge. Aber ich verdient. Es war aber auch wieder Timing. Hätte ich ein bisschen früher gemacht, dann... Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich mag das an Rainbow, beziehungsweise an den Leuten, dass eine Taktik selten zweimal funktioniert, weil Leute sich anpassen. Mario! Hallo! Amaro ist so ein schlechter Operator, das ist unfassbar. Ja, ich weiß, was jetzt wieder kommt. Jetzt kommen die Leute wieder mit, eigentlich ist Amaro voll geil. Eigentlich ist er voll geil. Jetzt ist der 8. Waffe okay, gut, Fähigkeit. So, Goyo. Schmamoyo. Eigentlich ist Bewegungsmelder auch ziemlich geil. C4 ist halt ein verdammt gutes Gadget. Aber in Kombination mit den neuen Kanistern ist Bewegungsmelder eigentlich auch ziemlich gut. Natürlich wieder LMG. Soll ich den challengen? Ich weiß, wenn ich ihn jetzt challenge, sterbe ich eh. Okay, vielleicht doch nicht. Das war aber mehr Luck. Feuerrate! Oh, Jesus. Ey, mal eine Frage, Leute. Fändet ihr ein 1,5er auf Goyo zu stark? Vor nicht allzu langer Zeit hat Ubisoft ja auf Mira mal das 1,5er ausprobiert und ziemlich schnell wieder runtergenommen. Aber auf Goyo... Oh, Jesus, die war ja schon nah. Ich dachte, die wäre auf dem Dach. Wieso habe ich das Holo B nicht drauf? Fällt mir gerade auf. Hä?
Habe ich nicht eben das Holo B ausgerüstet? Ich spiele die ganze Zeit damit? Das heißt noch nicht mal Holo B, es heißt Red Dot. Junge, was ist mit mir los? Aber das hier wollte ich haben. Red Dot B. Junge, ich muss in die Nervenanstalt oder so. Ich glaube, wir machen kurz ein Mini-Alpha-Pack-Opening. Ist okay. Das ist wohl mit einer meiner liebsten Headgears von IQ. Ey, so viel Luck hatte ich auf meinem Main-Account nicht. Ich wurde richtig gescammt bei den Bravo-Packs. Cool. So, Bravo-Packs. Hoffentlich habe ich bei denen jetzt mehr Luck. Aber es ist immer so. Auf seinen Smurf-Accounts hat man immer mehr Luck als auf seinem Main-Account. Sind besser eingerankt, da kriegst du bessere Mails, da hast du besseres Pack-Luck. Es ist ein Witz. Mann, ich muss fast heulen. T5 SMG und Peter Roni sind zwei Black Eyes, die ich unbedingt haben will. Also den hier will ich haben und unbedingt den hier. Das ist ein Witz. Das ist Budget Black Eyes. Junge, das ist... Wie verflucht kann man eigentlich sein bei allem, was ich tue? Es tut so weh. Geht nicht, das kannst du dir nicht ausdenken. So! Ich mache jetzt was Ekelhaftes. Wenn ich jetzt hier einen Kanister habe und so Pika-Pika mache, dann habe ich einen kleinen Headshot-Schutz. Nein! Jetzt müsste ich nur noch treffen. Ist sie da reingecrouchwalkt? Oh mein Gott! Nein! Oh mein Gott, ich bin so schlecht. 1 AP. Junge. Ey, warte, kann man mit so einem Goyo-Gaskanister, der hat ja eine kleine Explosion. Kann man damit... Oh, kann man! Boah, ich hab die noch bekommen! Wie die Nomad geguckt hat. Mario! Alter, hat der mich gefickt, Mann. Müsst ihr von Äpfeln auch immer so furzen? Ich liebe Äpfel, aber jedes Mal, wenn ich einen Apfel esse, muss ich extrem furzen. Ich glaube, ich spiele zum Ende nochmal eine Runde Deathmatch. Entschuldigung. Ich glaube, ich spiele zum Ende nochmal eine Runde Deathmatch. Es gibt übrigens jetzt eine dritte Elo. Es gibt Ranked Elo, es gibt Unranked Elo und jetzt gibt es auch Team Deathmatch Elo. Wie soll man bei der ganzen Elo-Kacke noch durchblicken? Ist aber auch, glaube ich, wichtig, weil, für die Leute, die es nicht wissen, die Ranked und Unranked Elo sind zwei verschiedene Dinge. Bedeutet, in Unranked kannst du einen Champion bekommen in deiner Elo. Da wird nämlich jede Elo zusammengeschmissen, weil jemand, der viel Ranked zockt, halt immer noch eine niedrige Unranked Elo hat. Bei Team Deathmatch kann es nämlich jetzt auch sein, dass du einen Champion oder einen Diamond-Spieler im Gegnerteam hast. Und ich finde, man muss in Deathmatch definitiv langsam mal die Spawns überarbeiten. Und in Team Deathmatch niemals rennen, Leute. Ihr müsst nicht rennen, dann geht ihr nämlich in diese Animation und eure Waffe ist unten. Geht lieber durch die Gegend, das ist viel, viel besser. Okay. Spielt sich irgendwie alles immer nur auf einem Stockwerk ab in Team Deathmatch. Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh! Irgendwie habe ich das Gefühl... Oh, shit. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass immer auf Theme Park der Soundbruch ist. Boah, Junge, das sind noch viele, viele Bruchstellen, Baustellen. Ah! Deswegen hat er den Gunfight verloren, weil er gerannt ist. Das ist wirklich ein guter Tipp. Okay, das waren zwei. Oh, da, die Spawns. Das war ein sehr schlechter Spawn. Das hätte auch für ihn nach hinten losgehen können. Da liegt einer. Ey Leute, Team Deathmatch und du liegst hier rum. Ich,
kann es richtig spüren, dass dieses Jahr irgendwie zurückkommt. Also die Views sind besser auf YouTube und auf Twitch. Man hört positives Feedback. Klar, dann gibt es diese Soundsachen und all sowas. Was vielleicht cool wäre, wenn sie das komplett nochmal neu aufziehen, dass es da weniger Probleme gibt. Auf jeden Fall sagt YouTube, dass das Video für euch am besten zugeschnitten ist. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seht uns im nächsten Video. Macht es gut.